Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie ein paar gefunden haben. Also gibt Sicherheit Netteres, als bei der Hitze nicht im Gastgarten zu sitzen. Kurz darf ich mir vorstellen, Christoph Fabianek, arbeite aktuell bei der Frequentis seit über 10 Jahren. Kennen Sie ja vielleicht, wir machen so sicherheitskritische Sprach- und Datenkommunikation. Ich bin dort im Public Safety tätig. Davor, muss man bei einer Luga Group wahrscheinlich durchaus auch zugeben, war ich bei A-Informatics und Siemens Consultant für Microsoft Server Produkte. Ich war jung, ich brauchte das Geld, aber es waren nur 2 Jahre. Also es war direkt nach dem Studium. Habe ursprünglich auf der TU Technische Mathematik studiert, war ein halbes Jahr lang in Knoxville, Tennessee, das war extrem cool. Kennen Sie vielleicht die Top 500 Liste, die alle halbes Jahr mal veröffentlicht wird, von den Supercomputer weltweit, was die schnellsten Computer sind, der Jack und Gerhard, der sitzt genau in Knoxville, Tennessee, haben dort wirklich schnelle Rechner gehabt, Atombombensimulationen und sowas haben sie dort gemacht, war extrem cool. Dann habe ich mir einbildet, ich muss an der Wirtschaft studieren, habe ein MBA auf der Donau-Uni gemacht, war ein halbes Jahr in Cleveland, also zuerst Knoxville, Tennessee im Süden der USA, dann Cleveland ein bisschen im Norden erlebt. Habe dann im Wechsel, nachdem ich ein MBA gemacht habe, jetzt Frequentis gegangen. Ziemlich lässige Firma, um ehrlich zu sein, habe dann nämlich geheiratet, 3 Kinder gekriegt und war jeweils über ein Jahr, also beim zweiten und beim dritten Kind in Karenz daheim. Und es war relativ viel Arbeit, irgendwie 3 Kinder zu haben, aber trotzdem am Abend, wenn sie irgendwann eingeschlafen sind, setzt man sie hin und fängt halt irgendwas auf einer wenig herum und umspülen an. Und da ist dann eigentlich Oniadata entstanden. Und dazu jetzt erzähle ich ein bisschen, was wir da gemacht haben die letzten 2 Jahre und werde einige erstens einmal Fragen stellen und ein paar kritische Anmerkungen dann machen. Und wie gesagt, heute ist das 4. Mal diesen Vortrag. Die heftigsten Reaktionen waren in Stuttgart bei der NoSpy-Konferenz, also das war wirklich so eine Gruppe von 60 extremen Datenschutzaktivisten und bin sehr gespannt auf eure Reaktion. Also ich habe jeweils den Vortrag dann ein bisschen geändert, schauen wir mal, wie ihr darauf reagiert. Die Geschichte beginnt vor ziemlich genau 4 Jahren. Merkel macht den berühmten Ausspruch, Internet ist Neuland. Alle haben natürlich Murz drüber gelacht und haben gesagt, haha, die alten Leute und die Politiker haben ja keine Ahnung, wovon sie eigentlich reden. Wir sind die Zukunft. Trotzdem, probieren wir mal jetzt ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn sie recht gehabt hätte? Neuland. Assoziiere ich jetzt irgendwie Mittelalter damit? Und was war im Mittelalter? Die Bauern haben umsonst gearbeitet und zwar für Papst und Kaiser. Haben dafür irgendwie den Himmel versprochen gekriegt oder so. Wenn man sich anschaut, wie jetzt, ich bezeichne es jetzt einmal Informationszeitalter, unsere Päpste sind doch im Prinzip Google, Facebook, Amazon und was relativ wertvoll ist und was wir gratis hergeben, sind unsere Daten. Also ich muss sagen, da kann man schon gewisse Parallelen erkennen. Wenn man jetzt dann weiterdenkt, diesen Gedanken, okay, wie wurde das Mittelalter abgelöst von der Aufklärung? Das war ein Kant, der gesagt hat, sapere aude, wage es, deine Vernunft zu gebrauchen. Wieder umgelegt auf die heutige Zeit, Kevin Kelly von der Quantified Self-Bewegung, der sagt, Quantify Self, verwendet selbst eure Daten, findet raus Zusammenhänge, wie funktioniert was, lasst euch nicht bevormunden. Was hat uns die Aufklärung gebracht? Die Demokratie. Zuerst war die Französische Revolution, also es hat ein paar Leuten sich durchaus noch den Kopf gekostet, aber im Endeffekt haben wir Demokratie gekriegt und wir haben gesagt, okay, wir brauchen Gewaltentrennung. Es kann nicht mehr sein, dass ein Papst, ein Kaiser alle Gewalt, alle Macht in einer Hand hat, sondern wir müssen das trennen in Legislative, Exekutive und Judikative. Was wir jetzt davon On Your Data sagen ist, wir brauchen genau so etwas im Informationszeitalter. Wir nennen das jetzt ein bisschen durchaus beeinflusst von den Deutschen mit der informationellen Selbstbestimmung. Wir nennen das die informationelle Gewaltentrennung. Was wir damit meinen, wenn wir sagen, was sind irgendwie die 3 Grundtypen, wenn wir uns jetzt digital bewegen, da gibt es einmal jetzt uns als Entität, wir als Personen. Wir haben Daten, Informationen und wir verarbeiten diese Daten mit Algorithmen. Und das, was wir jetzt postulieren wollen, ist, dass niemals alle 3 Informationen, das heißt, wem gehören die Informationen, was macht er mit diesen Informationen, die dürfen niemals an einem Ort im Internet zusammenkommen. Das ist das, was im Moment gerade ein Microsoft, ein Google, ein Facebook alle probieren mit ihren Cloud Drives, mit ihren Applikationen und so weiter drauf, dass sie wissen, genau welche Daten haben wir und wie kann ich die verarbeiten. Das wollen wir aufteilen damit. Wenn wir da jetzt immer von Daten sprechen, kurz auch noch ein paar Kommentare dazu.
Je nachdem, welche Studien man liest, was man an Grundlagen nimmt, kommt man irgendwo zwischen 5 und 60 bis 100 Gigabyte Daten, die jeder Bürger einer Industrienation, egal jetzt ob er ein halbes Jahr alt ist oder 95 Jahre alt ist, im Schnitt pro Jahr generiert. Und es wird. Das sind die Fotos, die ich jetzt hochlade, das sind irgendwelche digitalen Spuren, die ich hinterlasse, wenn ich durchs Netz surfe. Das ist natürlich mit meinem Handy, wenn ich mich bewege. Das ist das, was wir jedes Jahr an Output haben, was direkt uns zuordnenbar ist. Also das sind jetzt, sage ich nicht, irgendwelche Firmendaten, die jetzt da, wo ihre Software da was riesige Logs produzieren, sondern das sind Daten, 20 Gigabyte im Jahr 2016, also ich glaube, ich habe mehr hinterlassen, aber im Schnitt, wenn man jetzt von Asien über Nordamerika bis Europa oder was einfach durchdividiert, kommt man auf 20 GB an Daten pro Jahr. Sehr interessant, wenn ich da sage, schreibe, es ist verstreut auf Cloud-Speicher, E-Mail, Facebook. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich meine letzte These geschrieben habe, 2006. War ich irgendwie total stolz drauf, ich habe mir so einen 4 GB Memory Stick gekauft und da habe ich wirklich alle meine Arbeiten von der Uni und so weiter zusammenkopiert gehabt. Jede Arbeit, die ich gemacht habe, über ein paar Skripten geschrieben, Doktorarbeit vom MBA und sonst was, das war alles da drauf und ich war irgendwie total stolz drauf, dass ich alles, wenn ich irgendwann nachschauen muss, ich stecke einfach nur den USB-Stick rein und garantiert alles, was ich geschrieben habe, habe ich irgendwie in einer Hand gehabt. Das war das letzte Mal, dass ich mich irgendwie erinnern kann daran, dass das so der Fall war. Seither, das kugelt überall um und um, sei es jetzt in E-Mails, sei es jetzt in unzähligen, also ich weiß nicht unzählige, aber ich glaube über ein paar Dropbox-Accounts, sicher hat man natürlich auch Google Drive, wenn man es irgendwann eingerichtet hat und sonst was. Das heißt, das Zeug ist überall irgendwie im Prinzip verstreut. Interessant dazu auch, US-Firmen, da war mal ein interessanter Artikel, ich glaube in der Zeit oder was habe ich gelesen, was die irgendwie pro Jahr wirklich einen Gewinn machen anhand von privater Datennutzung und wenn man das durchdividiert, ist das ziemlich beeindruckend. Also für mich zumindest $200 Millionen Gewinn pro Tag. Das ist nur, was US-Firmen gewinnen, also nicht Umsatz, Gewinn machen. Das heißt, also was für mich irgendwie die wichtige Aussage dabei ist, ja, Daten sind definitiv wertvoll und irgendwie, ich finde, wir haben in Europa einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Rest der Welt. In Amerika, wenn du irgendwie mit den Leuten redest oder so, die sind sicher einfach davon überzeugt, sagen, naja, der Stärkere sie gewinnen. Also wenn ich Facebook verwende, ist ja ganz klar, dass denen die Daten gehören. Und da haben wir ein unterschiedliches Mindset in Europa und das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass wir sagen, nein, das sind unsere Daten. Und mit der Datenschutzgrundverordnung wird es jetzt auch europaweit vereinheitlicht. Um ehrlich zu sein, in Deutschland, Österreich haben wir bis jetzt schon relativ gute Gesetze mit dem Datenschutzgesetz 2000 oder was gehabt, aber jetzt hat er dann wirklich europaweit vereinheitlicht. Ja, was haben wir damit gemacht? Wir haben gesagt, Daten sind wertvoll. Wie kann ich jetzt Leute dazu bringen, dass sie diesen Wert auch wirklich haben? Und was wir gebaut haben, Software, und der rennt auf so einer Box. Das ist die Nextcloud-Box, was wir aus harter Plattform genommen haben. Da ist eine 1 TB Festplatte drin und kostet 70 Euro. Man steckt einen Raspberry um 45 Euro dazu. Steckt das irgendwo daheim beim Router an und das Ding sammelt dann Daten und da drauf sind die. Verschlüsselt irgendwie eine Postgres-Datenbank und dann habe ich meine Daten. Das heißt, wenn irgendein amerikanischer Bundesrichter kommt und sagt, na, ist ein bisschen eigenartig, was der da macht oder was, das untersucht man, wo ich niemals erfahre, dass die jetzt so zum Beispiel auf meine Amazon Cloud oder was gehen. Das ist unmöglich, dass ich das rausfinde. Das denke ich mir, okay, ich mag das bei mir im Keller haben oder sonst irgendwo unter dem Schreibtisch und dann soll bitte wirklich ein Richter sagen, ja, ich habe irgendwas Illegales angeblich gemacht und da braucht es einen Untersuchungsbefehl, dass die jetzt wirklich bei mir in die Tür reinkommen und dann sollen sie die Daten nehmen. Aber es kann nicht sein, dass ich ohne irgendwelche, ohne dass ich darüber erfahre, dass die auf meine Daten zugreifen. Also das war irgendwie die Motivation dahinter, dass wir das gebaut haben. Haben dann aber allerdings relativ bald festgestellt, dass Leute gibt und sagen, mein Gott, jetzt muss ich mir das irgendwo kaufen, obwohl wir es ja vorkonfiguriert anbieten und so weiter. Das hat uns dazu geführt, dass wir ebenfalls eine Online-Version anbieten. Wir haben einen Juristen auch bei uns im Team, wir haben uns dann relativ genau angeschaut, wo ist es denn auf der Welt am sichersten, dass ich meine Daten speichere, wenn es legale Daten sind. Und da sind wir draufgekommen, das ist Schweden. Die sind nämlich nicht bei der NATO und die haben nicht den Zweiten Weltkrieg verloren. Beides sind sehr, sehr wichtige Eigenschaften, dass nicht irgendwo in unserem Grundgesetz steht, dass wir nämlich sehr wohl von Russen, von Amerikanern und von sonst irgendjemanden, dass die Einsicht auf die Daten haben dürfen. Obwohl das jeder natürlich in der Politik verneint und sonst was. Allerdings, wie auch zum Beispiel der Pilz herausgefunden hat, es gibt solche Sachen.
Und die sind irgendwie nicht daran gebunden ans Parlament, an irgendwelche anderen Sachen, dass sie Auskunft geben, sondern das sieht man auch bei der Merkel, warum ihr Handy abgehört worden ist. Sie können im Prinzip nichts dagegen machen. Auch Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren und es war ganz klar, dass sie daher mit Geheimdiensten zusammenarbeiten müssen und solche Daten im Prinzip hergeben müssen sogar. Trifft nicht zu für Schweden, deswegen haben wir dort einen fetten Server gekauft und dort hosten wir im Moment, wenn sich jemand online einen Datentresor anlegt, diese Daten und dort sollten sie wirklich sicher sein. Wenn man sie nicht diese Box, wenn man diese Box nicht verwenden möchte. Jetzt ist es natürlich so, Daten allein helfen uns noch nichts. Also wenn man Statistiker ist, hat man natürlich sehr Freude damit oder so, aber ich sage jetzt einmal für einen Otto-Normalverbraucher, jetzt einmal nur Daten zu sammeln, bringt noch nicht viel. Und da sind wir jetzt eigentlich in einer ziemlich spannenden Zeit im Moment. In dieser Datenökonomie, in der wir leben, und das ganze Big Data, furchtbares Passwort, hat uns aber Algorithmen gebracht. Wahnsinnig mächtige Algorithmen. Und das ist wirklich anders als noch vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren, auf jeden Fall anders als 50 Jahren. Nämlich diese Algorithmen haben jetzt im Moment drei Eigenschaften, drei ganz wichtige Eigenschaften, die sie komplett anders machen, als was bisher die ganze Wirtschaft funktioniert hat. Das erste einmal, diese Algorithmen werden eingesetzt in einem riesigen Ausmaß. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo Gefängnissoftware habe, die mir jetzt verwaltet, wie jetzt meine Insassen am besten, was die für Essen kriegen und wie verwaltet das Ganze optimal. Und dann kommt drauf, das ist ein guter Algorithmus, der das optimiert, setzen Sie das innerhalb von einem Monat, wahrscheinlich sogar noch schneller ein, um irgendwie in großen Unternehmen die Mitarbeiter zu verwalten und noch einen Monat später in einen Kindergarten, um irgendwie die Kindergarten irgendwie deinen Kindern das richtige Essen zu geben und die irgendwie durchzuschleusen. Und wenn da irgendwas geändert wird, kann ich die plötzlich wirklich in einem globalen Ausmaß, sind Änderungen, werden da auf einmal ausgerollt. Da habe ich sogar so, früher, wenn du irgendwie draufgekommen bist, dass weiß nicht, in einer Bank, wo es nicht funktioniert hat, hast du im Prinzip diesen Account oder vielleicht die Bank hacken können und hast dann, ich glaube, was war denn das, der Chaos Computer Club in Deutschland oder so, und die haben so 10.000 Transaktionen in einer Nacht gemacht und bei jeder Transaktion haben sie einen halben Pfennig oder was gestohlen und haben halt dann 5.000 D-Mark oder was gemacht. Das war, glaube ich, irgendwie eins von der großen Geschichte. Wenn du heute auf das draufkommst, kannst du es wahrscheinlich weltweit ausrollen und kannst riesige Summen damit bewegen. Das nächste ist, was Algorithmen heutzutage ausmacht, dass sie völlig undurchsichtig sind. Zum einen durch die ganzen Machine Learning, neurale Netze und sonstige Geschichten verstehen wir es oft einfach gar nicht mehr, wie die funktionieren. Das sind einfach selbst trainierte Algorithmen, die selbst einfach immer besser werden. Und selbst wenn wir wüssten, wenn wir Zugriff darauf hätten, was da irgendwie dahinter passiert, kommt sofort sicher irgendeine Firma und sagt, bitte, wir haben das entwickelt, das ist unsere Intellectual Property, Finger weg von, eure, von dem. Und natürlich, was da auch steht, schwerverständliche Mathematik, da hat es einfach derartig große Fortschritte in den letzten 20 Jahren, sicher durch Facebook, durch Google und so weiter, die einfach die besten Leute der Welt eingekauft haben und Sachen vorangetrieben haben. Das heißt, wir haben keine Ahnung mehr, was diese Algorithmen machen, wir sind aber alle davon ziemlich abhängig. Also sei es jetzt, ob wir einen Handyvertrag kriegen, ob wir eine Versicherung kriegen, beziehungsweise einfach im Internet, wenn wir surfen, was uns für Werbung vorgeschlagen wird. Und das Perfide an diesen Algorithmen ist eigentlich auch diese Feedback-Loop, die sie eingebaut haben. Dadurch, dass die jetzt uns derartig durchleuchten, erzeugt es im Prinzip so self-fulfilling prophecies. Ganz besonders sieht man das bei so Crime Prediction. Polizei setzt hier inzwischen ein, wir haben auch immer weniger Leute, diese was sind Officers, die halt jetzt irgendwie auf der Straße unterwegs sind. Was machen sie jetzt mit denen? Okay, wir kaufen jetzt irgendwo von einer Firma einen Algorithmus ein und der sagt uns, was sind die Hotspots und genau dort fahren wir hin. Ich meine, natürlich, wenn die Polizei dann dorthin fährt, natürlich werden sie irgendwelche Leute hops nehmen. Gerade in den USA, wo wir ein paar Beispiele darüber geredet haben, und das fahren sie natürlich öfters hin. Daher, der Algorithmus sagt, fahr dorthin und tatsächlich sammelst du dort immer mehr Leute ein und das Ganze wird zur selbsterfüllende Prophezeiung. Was halten wir jetzt dagegen von On Your Data? Wir haben gesagt, okay,
Wir bauen jetzt offene Algorithmen und stellen die jedem zur Verfügung. Das ist das, was wir bis jetzt gebaut haben. Es sind jetzt nur kleine Geschichten, aber einige sind schon da. Sei es jetzt ein Allergietagebuch, das jetzt einfach an dem Ort, an dem ich wohne, mir sagt, was ist die Allergiebelastung dort. Ich sage dann zusätzlich per E-Mail oder kann das irgendwie am Handy erfassen, wie geht es mir. Und da rechnet man einfach die Korrelation aus und sagt mir dann, wie wahrscheinlich ist es, dass ich bestimmte Allergie habe. Das habe ich damals für meine Frau gebaut. Die hat gewusst, sie hat eine Gräsallergie und ist dadurch draufgekommen, dass sie auch eine Pilzsporenallergie hat. Weil manchmal hat sie nämlich die Medikamente genommen, dann ist es wirklich besser geworden und manchmal hat es Medikamente genommen, es hat nichts geholfen. Und dann hat man einfach sehr schön gesehen, es war dann, wenn es nichts geholfen hat, wenn genauso Pilzsporen hoch waren. Also da gibt es Pollenwarndienst.at und solche Sachen, wo ich mir denke, die mag ich eigentlich nicht ins Internet stellen. Irgendwelche Gesundheitsdaten, das kann ich damit ziemlich schön machen. Ja, Fitbit oder so, ich glaube, irgendwem habe ich vor euch auch gesehen, der irgendwie diese Uhren hat. Ja, das war ein großes Thema bei den Linux-Wochen, bei dem Vortrag. Wir sagen zwar only a data, allerdings in einem ersten Schritt machen wir durchaus auch nur ein copy the data. Das heißt, unsere Daten liegen irgendwo online und wir bauen da durchaus jetzt irgendwelche kleinen Apps, die jetzt einmal nur sagen, okay, ich behalte mir zumindest eine Kopie davon, die ich lokal habe, damit ich diese Daten auswerten kann. Für mich ist das irgendwie auch eine Möglichkeit, eine unabhängige Meinung zu bekommen. Wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe bei VW, werden wir die natürlich erzählen, das ist das tollste Auto und ich weiß nicht was, aber ich werde trotzdem gerade meinen Gebrauchtwagen zuerst einmal zum ÖMTC fahren und sagen, na, was hältst du jetzt davon? Und ich glaube, genau in der Datenökonomie braucht man das auch, dass nicht irgendein Algorithmus sagt, das ist das Beste, ich hätte einfach gerne eine zweite Meinung. Und deswegen, die ganzen Daten, die wir erzeugen, bitte behalten uns selbst einmal eine Kopie davon, speichert es mir da auf unserer Box. Vielleicht haben wir jetzt noch keine Auswertung, aber vielleicht gibt es in 5 Jahren eine Auswertung und dann kann ich mir schon überlegen, naja, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Wenn mir Amazon irgendwie vorschlägt, das solltest du dir auch kaufen, ist es ja sicher nicht, weil sie wirklich aus mir jetzt einen besseren Menschen machen wollen, sondern das ist genau das Produkt, wo sie die größte Spanne drauf haben. Ich meine, ist okay, dass sie das anbieten, aber ich hätte einfach gerne trotzdem eine Möglichkeit auch rauszufinden, wann die Polizei vorbei ist, was wäre eigentlich wirklich das nächste Produkt, das ich am besten kaufen sollte. Ja, und dann noch eine ganze Reihe von anderen Apps. Was ist Gonimo? Gonimo, das ist eine witzige Geschichte. Das soll ein Babyschnuller sein. 3 kleine Kinder, 2 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre alt. Der Kleine schläft jetzt gerade, der Zweijährige, schon allein im Zimmer. Und wenn man jetzt bis um 12 oder um 1 sitzt und irgendwas programmiert, man ist einfach so müde und fällt ins Bett, dass man, selbst wenn der Kleine schreit, vielleicht hört man nicht. Und deswegen, da gibt es gonimo.com, glaube ich, die haben einen Online-Baby-Monitor gemacht und das Nette ist, den habe ich dann kennengelernt, hat gesagt, na, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, das jetzt mit ohne Data zu integrieren. Der fragt dann einfach in 5 Sekunden Intervallen ab, wie groß ist gerade die Lautstärke und übertragt das auf meinen Datentresor, rennt alles daheim in meinen WLAN und dann kann ich einfach am nächsten Tag nachschauen, hat der Kleine eigentlich irgendwann geschrien in der Nacht. Und dann, also bis jetzt hat er nicht geschrien, aber das ist irgendwie so das sichere Gefühl. Bitte? Naja, also lange Zeit hat er bei uns geschlafen, jetzt haben wir ihn halt irgendwie ins Ding gehen. Also würde er irgendwann einmal schreien in der Nacht, und ich kriege es nicht mit, ich meine, manchmal kriege ich es eh mit, aber ich denke, kann ich zumindest jetzt am nächsten Tag sagen, naja, anscheinend ist es ihm schlecht gegangen und ich gehe wieder rüber zu ihm. Der ist schon seit 24 Stunden so verdächtig. Naja, also ehrlich zu sein, er steht meistens um 5:30 in der Früh auf und marschiert dann zu uns rüber. Also er ist nicht ein Gitterbett oder was, er kann auch rausgehen. Aber das ist irgendwie so eine Geschichte, gerade bei kleinen Kindern oder was, ich würde es gerne wissen, aber solche Informationen mag ich nicht online stellen. Das geht einfach niemandem was an und das ist irgendwie einfach so eine kleine Anwendung, die zeigt, was man damit machen kann. Bitte. Was kommt denn da noch alles? Ja, da reden wir noch drüber. Zuckertagebuch. Gerne, also. Energie. Energieverbrauch, wo ist er? Da ist er. Ah, okay. Gibt schon, natürlich. Sind wir auch mit der IoT Austria und so weiter zusammen und da bauen wir schon ein bisschen Geschichten. Dann, wo habe ich denn noch was? Das Raumklima, das haben wir bei der Quintessenz gebaut. Genauso, wenn wir zuerst geredet haben von IoT-Devices. Um ehrlich zu sein, solche IoT-Devices, ja, kann man vielleicht jetzt eh super absichern. Um ehrlich zu sein, ich mag die aber gar nicht im Internet haben. Ich mag, dass die zwar brav ihre Daten sammeln, haben wir gebaut, dass das einfach alles in meinen lokalen Datentresor reinwandert. Da rennt irgendwie dann ein kleiner Algorithmus bei der Quintessenz, der schaut, okay, wenn es jetzt da wirklich zu warm wird, und draußen haben wir auch einen Sensor, draußen ist es kühler, macht er automatisch das Fenster auf und schaltet den Ventilator ein.
Ist jetzt eine typische IoT-Anwendung, aber um ehrlich zu sein, ich muss jetzt nicht diese Daten zuerst nach China schicken, dass dann irgendein chinesischer Algorithmus sagt, ja, es ist jetzt da wirklich, vielleicht dann auch noch mit irgendwelchen Online-Daten vom Museumsquartier, und wenn man es falsch eingibt, nimmt er dann die Daten von Rom oder sonst was und macht da irgendwelche Entscheidungen, sondern ich finde, solche Sachen können durchaus lokal und autonom laufen. Und genau das haben wir mit dem Raumklima abgemacht. Also solche Anwendungen gibt es bereits. Weil wir Techniker sind, kurz, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wir setzen ganz stark auf Docker. Der Datentresor ist ein Docker-Container, in dem rennt nichts anderes als Postgres-Datenbank, der vorgeschalten ist OAuth2, das macht im Prinzip die ganze Zugriffsverwaltung, wo jetzt anhand von Manifesten, je nachdem wer sie meldet, sagt, okay, anhand dieses Manifests verlange ich jetzt den Zugriff, kriegt halt eine Client-ID und ein Secret, das er angeben muss, dass er zugreifen kann. Dann habe ich intern ein paar Systemdienste, die machen mir irgendwie so Geschichten wie ein Scheduler, der halt jetzt zum Beispiel immer irgendwelche Daten einliest oder irgendwelche Erinnerungs-E-Mails verschickt, beziehungsweise der Backups macht. Habe ein Web-Interface dazu, wir haben eine eigene iOS- und Android-App, damit man die Sachen anschauen kann. Und das Ganze rennt im Prinzip in einem Docker-Container. Also mit einem Docker ran, vor einem Datentresor hoch, habe alle diese Geschichten da. Und dann ist jede App, die ihr zuerst gesehen habt, ebenfalls ein Docker-Container. Der muss sich jetzt verbinden dorthin und anhand vom Manifest und einer definierten Datenstruktur kann der auf die Sachen zugreifen. Ich zeige euch kurz, wie schaut das aus, das ist jetzt dann keine Hexerei. So ein Datentresor, das ist jetzt das User-Interface, ich muss mir dann mein Benutzerpasswort anmelden. Habe dann jetzt eine Reihe von Instruktionen. Aha, das ist richtig. So, kann ich das so rüberschieben? Ja. Jetzt ist er drüber. Moment, ich will es euch nur groß machen. Klick. So. Wie schaut das aus? Datentresor, ja, also ich kann mich einloggen. Habe dann irgendwie installierte Apps. Und unten habe ich dann, kann man auch beliebige App-Stores anlegen. Das gibt es jetzt einen offiziellen App-Store von OnYourData. Beziehungsweise jeder andere kann sich auch einen App-Store anlegen. Im Prinzip, der App-Store heißt nichts anderes, da sind wirklich genau nur die Manifeste drinnen, die jetzt sagen, diese App gibt es, da steht drinnen, wo läuft die. Die kann ich mir jetzt entweder ebenfalls auf die Nextcloud-Box installieren, beziehungsweise wo auch immer ich die möchte, zum Beispiel auf meinem Laptop. Das ist auch wieder diese informationelle Gewaltentrennung, ich kann irgendwo einen Datentresor haben und ich kann irgendwo die Auswertung, also die Algorithmen laufen haben. Und wenn ich jetzt irgendeine von den Apps aufmache, da oben habe ich gerade die Content-Entwicklung offen, das ist nur schwierig. Wer findet die Maus als erstes? So, da ist jetzt die Maus, jetzt habe ich es endlich gefunden. Wie schaut es dann da zum Beispiel? Content-Entwicklungs-App, die macht nichts anderes. Wahrscheinlich habt ihr auch irgendwelche Online-Konten bei der Easybank oder sonst etwas. Und ihr wisst ja, in Österreich ist es so, glaube ich, dass man nur die Kontobewegungen von den letzten 2 Jahren rausbekommt. Wenn man es weiter zurückwickelt, kriegt man es irgendwie als PDF und wo alles, was öde ist, aus 5 Jahren, kriegt man überhaupt nicht mehr. Hat man doch das irgendwie eine komische Geschichte, was du machen kannst, ist einfach die Kontoentwicklungs-App in erinnert dich einmal im Monat dran per E-Mail und sagt, hey, bitte lad dir die CSV-Datei runter, die kannst du dann in den Datentresor hochspielen und der macht dann, zeichnet dir das ein bisschen auf, kann da irgendwelche Gruppenanalysen ausmachen, wie viel hast du zum Beispiel jetzt beim Sparbiller Merkur eingekauft, wie viel hast du beim Bankomat abgehoben, beziehungsweise da haben wir jetzt da auch schon, das sieht man da aber noch nicht, macht er anhand von diesen Patterns auch Forecasts einfach. Ganz einfache Zeitserienanalyse und er sagt, na, wahrscheinlich wird sich das Ganze so und so weiterentwickeln. Das Ganze ist in R implementiert, ist jetzt da nicht die große Hexerei. Wichtig ist, diese Algorithmen sind alle auf GitHub verfügbar und dadurch, dass das Docker-Container verfügbar auf Docker hat. Das heißt, das Ganze ist unter der MIT-Lizenz veröffentlicht, kann man Source Code anschauen, aber ich habe es auch auf Docker gehabt, damit ich das Ganze sehr, sehr schnell darauf zugreifen kann und mir selbst ein Ökosystem zusammenbauen kann. So, kommen wir wieder zurück. Ja, genau. Na, das ist ein bisschen mühsam. Ich mag es zu, wenn ich das Ding finde. Seht ihr die Maus? Wer sieht, schreit. Ja. Wo ist das? Ah, okay. Aus welchem Grund hat das funktioniert?
Also Architektur, alles ist Docker, Datentresor ist ein Docker und jede App ist ein Docker-Container. Gut. Kurz ja? Temporieren, warum alles gedockert ist, warum virtualisiert man so eine Box? Ist das nicht irgendwie eine unheimliche Verschwendung von Ressourcen? Also der Docker hat erstens einmal kaum einen Overhead. Es ist einfach C-Groups und Change Root on Steroids. Also im Prinzip durch Docker abstrahierst du einfach jetzt dann nur Prozesse, File, Struktur und Netzwerk, glaube ich, die drei Sachen. Und trennst die voneinander. Also von daher, das dauert Millisekunden, dass du das Zeug jetzt hochfährst. Dadurch, dass wir jetzt wirklich sehr, sehr viele Abhängigkeiten haben, es ist einfach schön, das Ganze überhaupt auszurollen. Also wenn ich jetzt einfach nur sage, es ist auf GitHub zur Verfügung, das jetzt wirklich selbst zu bauen, dauert, glaube ich, schon einige Stunden. Das heißt, das macht es jetzt einmal leichter im Prinzip, dass ich darauf zugreifen kann. Bitte? Du sagst Abhängigkeiten. Mhm. Damit verzichte ich ja auf die ganzen Security-Fixes und so weiter, die vielleicht ausgerollt werden, dass ich jetzt nicht zum Beispiel in ja. einer klassischen Debian-Infrastruktur mhm. bin, ja, kann ich darauf vertrauen, dass das immer halt Security-Fixes gefühlt, wenn ich da irgendwo meine Applikation habe, ja, dann muss ich da Hardspeed halt drauf. Na, also definitiv muss man auch, ja, muss man auch aktualisieren. Definitiv muss man auch aktualisieren. Es war für uns einfach gerade mit den Docker-Files oder was, du machst dann einfach ein Docker-Bild und er baut da das Ganze fort so. Also ich würde jetzt weniger sagen Bequemlichkeit als überhaupt Verfügbarkeit, das Ganze verfügbar zu machen. Also wenn ich jetzt so sage, also warum gibt es Debian-Packages auch ein bisschen? Ja, ja. Mhm. Ja, also einfach nur damit Leute schneller darauf zugreifen könnten, hat sich Docker dann einfach bewahrt. Also wir hätten auch Debian-Packages bauen können, allerdings habe ich es auch mal probiert, auch schon wieder ein paar Jahre her oder was. Also bis du wirklich ein Debian-Package zusammengebaut hast, wo du dann einfach nur ein Update machst oder was, das dauert eine Weile. Das unterstützt jetzt meine Vermutung. Mhm. Das ist einfach eine hauptsächliche Bequemlichkeitsanalyse. Ja, okay, passt. Ja. Status kurz. Wir sind gefördert, wir haben einmal von Netidea eine Förderung von 50.000 Euro gekriegt, das war super, also da haben wir ziemlich viel damit machen können. Google fördert uns auch, hat uns irgendwie sehr gewundert, wir sind ein gemeinnütziger Verein, also der das ganze im Prinzip macht. Und wir bekommen von denen pro Monat 10.000 Dollar Budget, um AdWords zu schalten, was irgendwie sehr cool ist. Also ich glaube, sie haben das haben wir im Text. Da war ein riesiger Prozess oder so, wo man sich da anmeldet und wir haben einen Juristen dabei, da in Mischer, der hat gesagt, hey, das probieren wir, das ist ziemlich cool. Und es ist wirklich durchgegangen und jetzt können wir super Werbung schalten. Um ehrlich zu sein, also unser Rekord liegt, glaube ich, im Moment bei 700 Dollar, die wir pro Monat ausgeben haben. Maximal wäre 10.000 Dollar möglich, also da kann man sicher noch mehr Luft, aber das, wonach wir werben, anscheinend gibt es noch nicht so viele Leute, die das interessiert. Ja, wen haben wir sonst da? Ganz links die Elena, die macht die meisten von unseren Videos. Nicole macht User Experience. Jetzt haben wir einen Business Developer sogar schon. Sehr super. Ja, und dann hier auf der rechten Seite unsere Entwickler. Also habe durchaus ein paar Leute schon gefunden, die das Ganze gut finden und denen wir das bauen. Allerdings Luft nach oben sowieso auch immer noch. Haben einige Kooperationen. Mit der IoT Austria haben wir das eben bei der Quintessenz gebaut, mit der Johannes Kepler Uni Linz. Machen wir speziell etwas, was Vorhersagen betrifft, das ist irgendwie so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Wie kann man sich Gruppen anschauen, wenn sie Vorhersagen machen und was sagt das über die Gruppe aus? Und was wir herausgefunden haben, dass da wirklich auch Leute mitmachen, musst du ihnen die Möglichkeit geben, dass sie ihre eigenen Vorsagen auch messen können. Und da gibt es zum Beispiel eine eigene App, wo du dann sagst, okay, an allen Umfragen, die ich teilnehme, wird jetzt anonymisiert irgendwie was gemacht, aber ich bekomme das, was ich da vorher gesagt habe, auch bei mir runtergeladen und das liegt nur bei mir. Das heißt, ich nehme anonym teil, habe aber das, was ich gesagt habe, auch noch bei mir. Und da bauen wir gerade was relativ Cooles auch mit Johannes Kepler Uni. Technikum Wien macht man ein bisschen was, ja, und ein paar Startups oder so, mit denen man halt immer wieder versucht, ein paar Geschichten zu machen. Großes Bekanntes gibt es noch nicht, aber man kämpft sich von einer Sache zur nächsten weiter. Ja, kurz, ich habe es eh schon zuerst gesagt, das Ganze ist offen für die Anwender. Wir haben den Datentresor von diesem großen Server in Schweden oder so, das kann man sich einfach gratis, obwohl eigentlich kostet uns, glaube ich, 1000 Euro im Monat, im Jahr, nicht im Monat, um Gottes Willen, ist frei verfügbar, weil wir eben von Netidea gefördert worden sind, die Apps sind freier verfügbar.
unterstützen eine Reihe von Sprachen, die man dafür verwenden kann, haben die ganzen Language Bindings, es gibt Tutorials, um das Ganze zu bauen, kann sie eigene App Stores machen. Und eigentlich haben wir geglaubt, das ist ziemlich cool, was wir machen. Wenn man allerdings ehrlich ist, würden sich jetzt alle anmelden, die da herinnen sitzen, würde man fast verdoppeln die Userzahl, die Uniadet im Moment haben. Und deswegen auch, nach allem, was ihr jetzt gehört habt, warum glaubt ihr, dass das Leute eigentlich kaum interessiert? Also ich dann, da ist es dann der zweite Teil im Prinzip von dem Vortrag, was wir dann gedacht haben, was wir daran jetzt ändern wollen. Aber ich habe das eben in Stuttgart vorgetragen und vor mir war der Frank Kalitschek, der die Nextcloudbox gebaut hat. Also war sehr interessant, der hat von 14 bis 15 und ich habe von 15 bis 16 Uhr geredet. Und der hat auch irgendwie halt gesagt, okay, Nextcloud, was sie alles gemacht haben. Und um ehrlich zu sein, die kämpfen auch gerade ziemlich mit Userbasis, mit Geld zu verdienen. Und der hat dann auch irgendwie so die Frage gestellt und ich habe das cool gefunden, warum, glaubt ihr, interessiert die Leute das einfach nicht? Und warum haben die eigentlich nur so eine geringe Durchdringung am Markt? Also bei Onja täte sowieso kaum messbar. Was glaubt ihr, woran liegt das? Das sind die Leute. Ja, dass die das verwenden sollen. Du hast da verschiedene Gruppen jetzt auf der Frage. Ja, also die Anwender, Leute. Anwender. Anwender. Sagen wir mal Anwender. Eigentlich von den Entwicklern, das macht man wenigstens so sagen. Da habe ich relativ viele sogar. Aber warum verwendet das keiner? Ich kann jetzt nur von mir reden. Also wir haben, ich glaube, letzten Sommer war ich bei der Vienna Data Science Group. Aha. Und wir sind danach im alten AKH-Tanktest, da hast du davon erzählt, glaube ich. Okay. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist interessant, das schaue ich mir mal an. Und irgendwie habe ich es aber dann nie gemacht. Okay. Ich habe sowieso meinen Server daheim. Das ist sozusagen irgendwie, wobei ich sozusagen muss, irgendwie, ich habe ein fürchterliches Datenchaos. Also es liegen Files liegen in CSV-Files herum, die liegen in einer Postdatenbank. Also irgendwie wäre es für mich schon rein zum Aufwachen wahrscheinlich einmal gescheit, sozusagen mir für meine Anwendungen einen Datendurchsatz machen, aber irgendwie. Es geht ja so auch im Prinzip. Es geht so auch und. Ja, ja, okay. Ja. Okay. Als Anwender, mal mit einer Gegenfrage, kennst du die Freedom Box von dir? Ja. Ja, das würde mich interessieren, da sind ein paar Dinge drauf, die fände ich interessant für mich, ja, weil ich will mein Versuche hier, ach ja, ich will das mitschneiden, ist okay. Ich versuche mit meinem Smartphone so umzugehen, dass ich möglichst meine Privatsphäre optimiere, wenn ich das so sagen. Ja. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich meine Backups an Orten mache, die ich unter Kontrolle habe, die nicht andere unter Kontrolle haben. Klar kann ich das mit einem Laptop, Laptops scheinen aussterben zu sein, oder mit meinem professionellen Umfeld in Zukunft da zu sein. Ja, die Freedom Box hat solche Ansätze. Leider ist es halt so, dass ich sehe, dass verschiedenste Entwicklungen, die scheinbar überlappende Ziele haben, halt auch entstehen. Jeder hat auch sein eigenes Süppchen. Open Source, freie Software vor allem ist so, ja, das Bessere setzt sich durch und insofern wünsche ich das auch, ja. Aber für mich ist das ein Ansatz, ja, warum probieren wir etwas anders aus? Dort habe ich halt so das Gefühl, da gibt es wenigstens die Debian-Ecos-Struktur, da gibt es eine Menge Entwickler, die für Debian im Allgemeinen entwickeln, die sich bemühen, einen sauberen Release-Zyklus zu machen, ein sauberes Security-Fixing zu machen und so weiter. Ich weiß, das ganze Projekt ist nach wie vor im Testing-State, ja. Dennoch würde ich dem mehr Interesse entgegenbringen. Das Ding, okay. Ich glaube, ja. Das ist mein Ding. Das Ding, ja. Hast du noch was sagen, oder? Grundlegend ist es einfach mangelndes Bewusstsein. Weil man muss ja bei Facebook unbedingt dabei sein, weil es sind ja alle anderen dabei, damit man aus einer gewissen Gruppen zwar. Ja, Netzwerkeffekte, definitiv, ja. Und das interessiert einfach keinen. Ja. Gibt es da Mikroblogging oder sowas geplant? Im Moment nicht. Also wir machen wirklich, wir wollen einfach nur die Daten da drinnen speichern und dann halt Apps, dass ich es auswerten kann. Ja. Also siehst du, das Freedom Box Projekt geht halt ein bisschen weiter über das hinaus. Deshalb die Idee, okay, den Server, den großen Server hat man immer mehr stehen. Die meisten Privaten haben es am Handy.
Sie brauchen einen Router, okay, also wäre es gescheit, sozusagen dort sozusagen die meisten Funktionalitäten halt jetzt dort zu bündeln. Wir ersetzen den PC, den du früher gehabt hast, aber halt als Kommunikationsrechner am Netz. Okay. Mhm. Ist ja, leider, ja. Ich glaube, es werden solche Apps. Ja, nicht, dass es gibt, aber. Dort drinnen haben, keine Frage, aber das wird wahrscheinlich wieder nur in einem ganz engen Kontext funktionieren. Ne? Mhm. Okay, na, wir haben ja auch intern diskutiert, relativ hitzige Diskussionen geführt. Wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen den Markt reinholen. Wir müssen das Ding dazu bringen, dass man Geld damit verdienen kann. Jeder Einzelne soll mit seinen Daten Geld verdienen. Und dann ist irgendwie hitzig geworden in Stuttgart und das werde ich jetzt irgendwie da präsentieren und bin sehr gespannt, was Esther jetzt sagt. Weil wir glauben, wenn ich entweder Geld sparen kann, wirklich messbar sparen kann, oder ich verdiene sogar Geld jedes Monat oder jedes Jahr damit, dann werden sie es Leute möglicherweise verwenden. Die Frage ist, wie kann ich jetzt mit so einer Box Geld verdienen? Zusammenfassung, okay, da eigentlich wollte ich die Folie noch, bevor ich Fragen denke. Wichtiges Buch jedenfalls, Weapons of Mass Destruction. Das hätte ich zuerst auch noch anmerken können, das im Prinzip genau darum geht. Daten sind wertvoll, Algorithmen sind undurchsichtig und die Kombination daraus erzeugt total unübersichtliche Märkte. Ist jetzt 2016 erschienen oder was, ganz nett zum Lesen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das habe ich jetzt nur leider vergessen. Und das Problem mit dem, was wir heute jetzt erkämpfen, ist irgendwie, wenn man mit den Leuten redet, ist, dass sie entweder sagen, ist mir völlig wurscht, ob meine Daten Privatsphäre ist oder ob das irgendwie ein Mittel ist, die habe ich nichts zu verstecken, beziehungsweise es gibt da die kleine andere Gruppe, die sagt, okay, verwendet jetzt keine Internet-Services mehr. Studio 2016 in den USA hat ergeben, 54% der Amerikaner verwenden Internetdienste nicht oder nur eingeschränkt, weil sie Sorgen haben um ihre Privatsphäre. Und wir sagen, 54. Mehr als die Hälfte der Amerikaner sagt, um ehrlich zu sein, ich verwende kein WhatsApp, kein Facebook oder sonst etwas. Weiß ich nicht, es ist ein New York Times Artikel. Die Frage ist. Genau, das war Felix, du sprichst sehr, sehr, sehr wichtige Sachen. Und gerade da wäre es ganz, ganz wichtig, ja, nicht dem Facebook-Wahn zu verfallen, sondern sauber zu zitieren. Ich weiß, das ist mühsam, ja, aber nur so entkommen wir diesen Ding, ja. Mythen, ja. Ja. Die Sache ist, es reicht, ja. Ja. Die Sache ist natürlich, wenn wir sagen, 54% der Amerikaner schränken sich ein, ich kann ja sagen, okay, ich verwende WhatsApp nicht, aber dafür wie Facebook. Und daher, wenn der eine sagt, okay, er hat Facebook, aber er verwendet WhatsApp nicht. Also im Prinzip, wenn sich jeder ein bisschen einschränkt, aber alle anderen Sachen verwendet, kann er trotzdem diese riesig hohen Userzahlen haben, ohne jetzt, dass er wirklich merkt, dass die Leute sich einschränken in ihrem Verhalten. Okay, jetzt zu den Lösungsvorschlägen, wo wir sagen, okay, bis jetzt funktioniert das ganz so, mein Datentresor, ich habe die vielen einzelnen Apps, wo wir draufgekommen sind, wir haben durchaus in der Woche 2 bis 5 Leute, die sich jetzt ein Datentresor online anlegen. Also dadurch, dass wir die ganze Google-Werbung und so weiter machen und halt irgendwie durch meine Vorträge und so weiter, sind immer wieder einzelne Leute, die sagen, okay, probier's einmal aus, schau mal, wie das funktioniert. Die Sache ist, sie locken sie ein. Sie installieren sie vielleicht nur 1, 2 Apps, die Sie jetzt interessieren und dann sagen Sie, kommen im Prinzip nicht mehr wieder. Oder schauen Sie es noch einmal an, irgendwie ein bisschen die Daten, das ist aber irgendwie jetzt die Content-Entwicklung, was war und dann im Prinzip nehmen Sie es zwar vor, dass Sie es anschauen, wenn es mit den Leuten redet, aber Sie kommen einfach nicht mehr dazu. Das heißt, dass wir gesagt haben, okay, das Daten sammeln und speichern müssen wir viel, viel einfacher machen. Es kann nicht sein, dass ich da jetzt bei jeder App dann reingehen muss, irgendwelche Sachen per E-Mail machen, dass ich irgendwas uploaden muss, sondern das Ganze muss ein Assistent sein, der jetzt sagt, okay, ich nehme, wenn du jetzt 4 Minuten Zeit hast, leite ich dich jetzt genau durch, irgendwas zu machen, egal jetzt welche App das ist. Das heißt, die Apps bauen nicht jeder sein eigenes User-Interface, sondern das ist einfach eine strukturierte Geschichte und ganz stark, es muss automatisiert sein. Was mich zum Beispiel sehr gewundert hat, wenn wir jetzt bei dieser Content-Entwicklungs-App bleiben. Wir haben ein paar Leute gefragt und 6 von 10 Leuten, also wir haben nur 10 gefragt, aber 6 haben zumindest gesagt, sie würden ihr Username, Passwort von ihrem Online-Konto da drinnen speichern, wenn das Ganze dann jedes Monat die Daten runterladen, damit sie das nicht manuell machen müssen. Ich habe mir also aus meiner Datenschutzsicht, ob man denkt, ich trage sicher nirgends von meinem Easybank-Konto Username, Passwort ein, sondern ich lade mir das CSV-File runter und dann lade ich das CSV-File hoch. Das ist jetzt dann nicht der große Aufwand oder so. Während 6 von 10 Leuten, mit denen wir geredet haben, haben gesagt,
Also um ehrlich zu sein, meine Güte, wenn was schief geht, ich kann jetzt Passwort ändern. Die würden das machen. Also war sehr interessant für mich. Die sagen einfach, es ist zu viel Arbeit für sie, dieses CSV-Datei runterzuladen. Und um ehrlich zu sein, das bestätigt sie auch, dass es zu viel Arbeit ist, weil es verwendet kann. Ganz klar, im Moment verschlüsseln wir einfach nur die Postgres-Datenbank, wir brauchen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, das Ganze wirklich im Browser, wo ich mir das Ganze anschaue, entschlüsselt wird, beziehungsweise wenn ich was reinschreibe in den Datentresor, muss ich sagen, also die gesamte Verschlüsselung muss beim Client vorne passieren und nicht hinten im Server. Weil in dem Moment, wo ich dort einbreche oder was, diese Verschlüsselung kann ich hacken. Ebenfalls, woran wir daran arbeiten, ist, die ganzen Daten in eine Blockchain zu stecken, um wirklich zu verifizieren, das Ganze ist nicht geändert worden, beziehungsweise das ist wirklich zu diesem Zeitpunkt sind diese Daten erhoben worden. Dass wir das Ganze signieren und interessant ist auch, um ehrlich zu sein, die ganzen Daten miteinander zu verlinken. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein digitales Fahrtenbuch habe und wo ich sage, okay, ich bin so und so viele Kilometer gefahren, wir bauen jetzt ja gerade auch eine iOS- und Android-App, die jetzt die ganze Bewegungsprofil mitschreibt. Das heißt, dass ich sagen kann, okay, ich bin da wirklich gefahren, wie schnell bin ich gefahren, welche Bremsungen oder Beschleunigungen habe ich gehabt, dass das Ganze mit aufgezeichnet wird. Und diese Sachen dann auch miteinander zu verlinken. Das ist das, was wir bei den Daten im nächsten Schritt besser machen wollen. Bei den Algorithmen, da war ein nettes Beispiel in dem Buch, das ich da zuerst genannt habe, das ist Weapons of Mass Destruction. Es gibt in den USA 1982 eine Zeitschrift, ich mag jetzt genau zitieren, USA News, glaube ich, hat es geheißen, und die haben gesagt, okay, sie machen ein Ranking der Colleges. Wie gut ist ein College? Welche Aussichten, also es sind unterschiedlichste Faktoren fließen da ein, wie viel Geld verdiene, wie hoch ist jetzt der Kredit, den ich aufnehmen muss, wie viele Leute bewerben sich dort und haben ein Ranking gemacht. Und im Prinzip, wie erkennt man, ob ein Ranking funktioniert? Naja, indem halt einfach irgendwie die renommierten Namen nach Harvard und sonst was muss halt weit oben stehen und dann halt gibt es halt irgendwelche Coca-Cola-Universitäten in Texas, die müssen ganz unten stehen. Und das ist circa irgendwie rausgekommen bei dem Ranking. Und das haben sie wirklich relativ viele im Jahr 1982 gekauft, diese Ausgabe von diesem Wochenmagazin. 1983 haben sie es wieder gemacht und waren auch sofort ausverkauft, indem sie denkt, hey, das ist eine sehr coole Geschichte. Und im Prinzip, glaube ich, gibt es dieses Magazin gar nicht mehr, sondern die veröffentlichen jedes Jahr einmal dieses College-Ranking und machen ihre Geld damit. Und da hat sich eine ganze Industrie herumgebildet, sei es jetzt von den Universitäten, die versuchen bei diesem Ranking möglichst hoch rauszukommen, bei Studenten, die sie irgendwie coachen lassen, damit sie unbedingt bei einem bestimmten College aufgenommen werden. Und im Prinzip hat sie jetzt da über die Jahre hinweg eine extreme, okay, mein Docker will sie upgraden, das ist komisch jetzt da, also eine riesige Industrie entwickelt und eine ziemlich große Abhängigkeit, worauf dann der Obama gekommen ist und gesagt hat, okay, das kann nicht sein, dass eine private Institution eine derartige große Auswirkung auf das Bildungssystem hat in Amerika. Das heißt, ich möchte eine Regierungs-, also dass die amerikanische Regierung, das Government, ebenfalls ein Rating rausbringt. Und interessanterweise haben sie alle extrem gewehrt, am lautesten die Colleges selber, die gesagt haben, okay, das haben wir irgendwie jetzt 20 Jahre braucht, dass wir uns wirklich jetzt eingestellt haben, wie dieses System funktioniert. Wenn jetzt ein zweites Rating-System kommt, das kostet uns so viel Geld, dass wir ebenfalls uns nach dem optimieren, das wollen wir einfach nicht. Und hat extreme Widerstände erlebt. Und was er dann gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, okay, wenn es mir schon nicht irgendwie ein neues Rating-System machen lässt, dann veröffentliche ich einfach alle Daten, die wir über Colleges haben, wie viele Leute bewerben sich, wie viele steigen nach dem ersten Jahr aus, wie viele werden dann wirklich fertig, wie hoch ist irgendwie der durchschnittliche Verschuldungsgrad von den Leuten, die dort irgendwie eingeschrieben sind, wie viele haben nach einem Jahr einen Job und so weiter. Also all diese Daten sind einfach öffentlich gemacht. Hat dann auch noch ein paar Algorithmen gegeben, was da zur Verfügung steht, oder einfach im Prinzip, es waren ein bisschen bessere Suchanfragen, wo du da anschauen hast können, dass du gesagt hast, okay, eigentlich, mir ist wurscht, wie viel es kostet, aber mir ist total wichtig, dass ich schnell einen Job kriege. Und da hast du damit quasi selbst ein Ranking bauen können. Und das heißt, durch diese Rankings, die dann rauskommen, hast du dann auch selbst interpretieren können. Das Orge nämlich bei diesen USA News, oder wie dieses Magazin geheißen hat, es wurde nie offengelegt, nach was sie rein. Sie haben nur gesagt, ja, es gibt viele Attribute, aber wir sagen es nicht, wie wir es machen. Und im Prinzip, genau das, was dann der Obama gemacht hat, das finde ich ja durchaus eine gute Geschichte, das wollen wir im Prinzip auch mit On Your Data ganz stark pushen, indem wir sagen, okay, unsere Algorithmen sind offen, wir stellen eure Daten, bitte schaut euch an, was ihr habt und interpretiert es selbst. Seid genauso, wie der Kant gesagt hat, wage es deine Vernunft zu gebrauchen, wo wir sagen, hey, wage es deine eigenen Daten zu verwenden.
Wie machen wir jetzt diese Auswertung? Bis jetzt habe ich mir in jede App extra einloggen müssen und mir dann anschauen, okay, was war der Kontoverlauf, was war jetzt eigentlich, hat er gar nicht geschrien, war da irgendwelche Peaks oder was drinnen? Das sind jetzt einfach statische Reports, das heißt, wir generieren einfach ein PDF für alle Apps, die ich installiert habe und schicken mir das alle 2 Wochen zu. Für einen Kleinen war es jetzt natürlich sehr blöd, wenn er erst nach 2 Wochen erfährt, dass er vor 2 Wochen geschrien hat, aber für die meisten Sachen ist es eigentlich ganz okay, dass ich sage, mein digitales Leben, die richte jetzt irgendwann einmal die Datenquellen ein und dann kriege ich alle 2 Wochen einmal ein PDF und wenn es mich interessiert, klicke ich einmal so durch und sage, was sind denn eigentlich so die besonderen Erkenntnisse in den letzten 2 Wochen gewesen? Zusätzlich kann ich mir dann noch definieren, dass es Push-Nachrichten am Handy gibt, zum Beispiel bei meinem Konto, das ist durch, normalerweise bewege ich mich irgendwie so in diesem Pfad, wenn ich jetzt plötzlich irgendwie total ins Minus fahre oder was, dass mir der warnt und sagt, hey, wenn du jetzt so weitermachst, schaut es jetzt nicht gut aus. Das heißt also, dass ich auch dynamisch irgendwas kriege, beziehungsweise wir behalten natürlich das, was wir schon haben, dass wir so interaktive Auswertungen haben, die wir jetzt weiterhin geben. Aber zusätzlich, wo wir sagen, okay, wie bringen wir die Leute dazu, dass sie noch weniger machen müssen, indem ich einfach alle 2 Wochen ein PDF schicke. Das ist, glaube ich, dass man was besser machen muss. Und jetzt kommt ein bisschen das Kontroverse. Da geht's weiter. Wir wollen auch Firmen in dieses ganze Ökosystem reinbringen. Und jetzt habe ich extra das nochmal umgebaut, das ist jetzt das erste Mal, dass ich es so mache, weil es nämlich irgendwie diese Erklärung immer relativ schwierig ist. Wie funktioniert das? Eine Firma, nehmen wir als Beispiel eine Versicherungsfirma, die sagt jetzt dann, für mich interessant ist jetzt ein Markt der Männer zwischen 25 und 45, die einen Tag Skifahren gehen und zusätzlich, wenn sie Kinder haben. Das sind nämlich diese Männer, die sich ziemlich wahrscheinlich beim Skifahren verletzen, die sich aber auch ziemliche Sorgen machen, weil sie jetzt vielleicht gerade Haus gebaut haben, Haus gekauft oder eine Wohnung gekauft oder was haben. Das heißt, solche Leute sind extrem empfänglich dafür, dass sie Tagesversicherungen beim Skifahren gegen Unfälle abschließen. Das heißt, eine Firma kann jetzt einen Algorithmus bauen, weiß jetzt, wir legen sie offen, wie unsere Datenstruktur ist, die kann sie jetzt einfach anschauen und sagen, okay, ich lese jetzt genau das Bewegungsprofil von bei dem Datentresor aus, schau, wann der jetzt in einem Skigebiet ist, wann ich weiß, er ist so und so alt und der hat Kinder, der hat sich vielleicht einen Kredit oder sonst was aufgenommen, dann bietet dem jetzt über eine Push-Nachricht eine Versicherungspolice an. Das bauen die jetzt einmal in einen Container. Die Firma bietet es an und sagt jetzt auf ihrer Webseite, du kannst das verwenden, beziehungsweise wir bieten das in unserem Store an. Jeder Benutzer kann sich dann überlegen, der Own Your Data hat, möchte ich so ein Angebot von der Firma annehmen? Also will ich überhaupt sich ein Angebot bekommen? Wenn ich das möchte, lade ich mir jetzt genau diesen Container in meinen Datentresor. Das heißt, das Ganze wird jetzt da runtergeladen und rennt da drinnen. Dadurch, dass wir wieder Docker haben, habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich das Ganze in einer Sandbox rennen lassen kann. Das heißt, dass das sicher nicht nach außen telefoniert. Ich trage dann einfach jegliche Netzwerkverbindungen ab. Das heißt, ich stelle ihm die Daten zur Verfügung, der analysiert meine Daten und sagt dann entweder, ja, das ist jetzt genau einer, den ich das Angebot machen will, oder trifft er nicht zu, dann tut er gar nichts. Das Wichtige ist, es gibt dann nur genau einen Weg nach draußen, dass der sagt, okay, ich baue jetzt ein PDF, wo dieser Vertrag drin ist, beziehungsweise ich schicke die Push-Nachricht raus. Dann kriege ich das angezeigt und dann, nachdem ich das gesehen habe, kann ich jetzt entscheiden, okay, interessiert mich dieses Angebot und erst dann gingen wieder Daten an die Firma und zwar nämlich genau, ich habe einen Datentresor, der Datentresor hat mir das vorgeschlagen, ich möchte diese Police abschließen. Die kriegen niemals die Daten, die in meinem Datentresor sind, sondern ich sage nur, ich habe dieses Angebot bekommen, ich kann das auch nachweisen, weil meine ganzen Daten sind in einer Blockchain drin, dass ich da nicht irgendwas getürkt habe. Ich sage nur, ich möchte das abschließen und die Firma entscheidet sich dann, okay, sie machen jetzt mit mir das Geschäft oder sie machen nicht das Geschäft. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ich jetzt da irgendwie, wenn wir im Gespräch sind die willhaben.at. Dass die jetzt irgendwie, wenn die draufkommen, ich habe jetzt da gerade auch ein Haus oder bin umgezogen, machen wir die jetzt spezielle Angebote für irgendwelche, ich weiß nicht, Einrichtungsgegenstände oder sonst etwas. Ich sehe dann diese Angebote. Und dann entscheiden wir, möchte ich das und erst dann gehe ich wieder nach draußen. Also im Prinzip ist es das Gleiche gewesen, als hätte ich jetzt durch riesige Angebote bei Willhaben durchgesucht, aber er bietet mir einfach nur genau das an, basierend auf meinen Daten, aber das läuft bei mir, was im Prinzip für mich interessant ist. Also dann haben wir Firmen bieten Blackbox-Algorithmen, ich kriege dann wirklich maßgeschneiderte Algorithmen und erst dann hier nehme ich wieder Kontakt mit einer Firma auf.
Das ist das, was ziemlich Kontroversen hervorgerufen hat, weil um ehrlich zu sein, wir sind nicht, also zumindest das verkaufen wir auch ganz groß, Datenschutz. Ich glaube, es ist auch immer noch Datenschutz, weil sehr viele, ich habe da jeweils da meine Entscheidungen, möchte ich überhaupt von einer Firma Angebote haben, wenn ich sage, okay, ich mag von der Firma eigentlich nichts hören, okay, dann nehme ich mir das einfach nicht in den Datentresor rein und da kann ich dann nochmal entscheiden, bevor die überhaupt was von mir wissen, ob ich was mit denen mache. Aber das ist im Prinzip das, was wir im Moment machen, wo wir auch schon mit einigen Firmen, gerade mit Versicherungsfirmen gesprochen haben und gesagt haben, hey, könntet ihr euch das vorstellen? Die sind sehr interessiert, Und im Prinzip, gerade durch die Datenschutzgrundverordnung, müssen die ja nämlich sowieso jetzt ab 25. Mai nächstes Jahr sehr viele Daten, sowieso die Daten, personenbezogene Daten, die sie haben, anbieten. Was wir jetzt denen sagen wollen, und das, was wir jetzt als eine der nächsten Apps auch veröffentlichen werden bei uns, ist eine automatisierte Datenanfrage, genau für diese Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, ihr habt dann eine Webseite, wo ihr dann einfach nur mehr Checkboxen habt für Facebook, für Google, vielleicht für Merkur meine Kundenkarte bei der Post oder sonst was. Sagt, ich möchte dort eine Datenanfrage machen, das sind nur mehr Checks. Dann haben wir dahinter mit unseren Juristen, sind wir gerade dabei, dass wir bauen, dass wir automatisiert ein Fax an die jeweiligen Firmen schicken, weil Fax ist immer noch irgendwie dokumentenecht, wo dann sagen, okay, laut Paragraph so und so, Datenschutzgrundverordnung, wir wissen, ihr habt diese Daten, ihr müsst uns jetzt innerhalb von einem Monat zur Verfügung stellen, bitte genau das ist euer Token, ihr müsst es nämlich maschinenlesbar zur Verfügung stellen und das, wo wir hinwollen, dass die Firmen dann direkt in unseren Datentresor reinschreiben, über OAuth2, die können genau einen AMOL-Token, das nur sie reinschreiben können und sonst was, und dann wandern die ganzen Daten daher. Wenn die Firmen jetzt schon diesen Aufwand haben, dass sie das bauen müssen durch die Datenschutzgrundverordnung, können wir sagen, naja, baut doch gleich auch Algorithmen, wenn ihr wisst, dass die Leute irgendwelche Daten haben, von denen ihr profitieren könnt, macht ihr Geschäft und trotzdem enabelt ihr die Leute, dass sie wirklich ihre eigenen Daten verwenden. Das ist das, was wir denen gerade erzählen, wo wir in Gesprächen sind, was wir jetzt bis Mai 2018 ganzes Ökosystem rundherum bauen wollen. Ob es darauf einsteigen, also bis jetzt ein paar gute, interessante Diskussionen haben wir schon gehabt, aber da sind wir noch dabei. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Firmen wesentlich interessanter ist, als wie eine breit gestreute Werbung über Google oder so. Weil ja der heute sagt, ich möchte die Werbung, der ist auch der kauft. Also ich glaube schon, dass das jetzt, wenn ich wirklich nur mehr das kriege, was ich sehen möchte. Wir wenden uns wieder mit Werbung, die mich nicht interessiert. Das ist ja auch das Interessante, ich kaufe eine Waschmaschine, also bei uns so passiert, kleine Kinder, Waschmaschinen hingehen, weil sie alt waren, neu gekauft. Und ich kriege immer noch die Werbungen für Waschmaschinen. Bitte, ich habe schon gekauft, wann wisst ihr es endlich? Ich kann Amazon nicht aufmachen, ohne dass ich 10 Waschmaschinen-Werbungen kriege. Und ich denke mir, das könnte man effizienter machen. Also ich hätte es, um ehrlich zu sein, auch gerne effizienter. Aber was denkst du dir, wenn deine Waschmaschine kaputt geht und am nächsten Tag kommt die erste Werbung? Wenn ich Sensoren drinnen habe und ich kann es nachvollziehen, dass da die Sensoren von der Waschmaschine drinnen sind und der merkt, sie geht ein und der schlägt mir neue vor, kann ich das verstehen und kann damit leben. Wenn das jetzt, ohne dass ich einen Datentresor habe und der macht das Ganze, finde ich spooky. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt zu sehr Techniker oder unsere Gruppe wahrscheinlich noch zu sehr Techniker, aber um ehrlich zu sein, solange ich das verstehe, ist okay. Was ich nicht mehr okay finde, um ehrlich zu sein, dass das jetzt dann gleich, ich weiß nicht, 20 Firmen wissen und mir alle bombardieren damit. Ich möchte nämlich, um ehrlich zu sein, das auch abstellen können. Und diese Kontrolle hätte ich irgendwie mit diesem System. Ja, informationelle Gewaltentrennung. Also ich finde, wir müssen trennen, wo liegen die Daten, wo rennen die Algorithmen und wer weiß, wie das zusammengehört. Es gibt uns im Moment das Datenplattform sozusagen. Daten sind wertvoll, Algorithmen sind mächtig und dritter Punkt, Daten-Economy ist eine Chance. Also wir wollen es zumindest als Chance verkaufen. Wir haben jetzt einmal sehr optimistisch gesagt, okay, wir bauen das Ganze, wir sind total begeistert, dass wir das gebaut haben, um ehrlich zu sein, es hat wenige Leute interessiert. Jetzt sagen wir halt, okay, wie können wir ethisch vertretbar in den Markt gehen damit? Schauen wir mal, wie es uns damit geht. Nicht auch ohne einen Aufruf zu machen in dieser Runde. Wir freuen uns total, wenn wir Ideen und Vorschläge kriegen. Also wenn du sagst, irgendwie so eine Zuckerapp oder so oder sonst etwas. Ja, also gerade Gesundheitsthemen ist eine riesige Sache, wo ich sage, das möchte ich eigentlich gar nicht hergeben, wo ich vielleicht nicht einmal irgendwie ja, Analysen, wenn es bei mir laufen kann, was vorstellen, aber selbst das würde ich vielleicht sogar manchmal abdrehen wollen. Haben wir auch schon das Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich mag gar nicht, dass irgendwer analysiert, was meine Ein- und Ausgaben sind, ich weiß eh, was meine Probleme sind, ich brauche das jetzt dann nicht mehr irgendwie die alle 2 Wochen vor meinen Nasen gehalten haben. Okay, soll so sein.
Was wir auch machen, wir haben aktuell jetzt gerade einen FFG-Projektantrag laufen. Da würden wir gerne ein paar Fokusgruppen machen mit Early Adopters. Daher darf ich euch das durchgeben, falls irgendwer zur Verfügung stellen würde. Das ist irgendwie unser Newsletter, den wir Firmen im Jahr ausschicken. Die Leute, die auf dem Newsletter stehen, die werde ich auch einmal anschreiben, genauso für Fokusgruppen. Da werden wir uns wahrscheinlich irgendwo treffen, also es wird Brötchen und sonst ein bisschen was geben, also ein kleines Dankeschön zumindest. Aber wo wir eine Stunde oder so interviewen und sagen, okay, wenn wir das machen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wahrscheinlich ist es, dass du das machst? Wie gut findest du das und das? Ich gebe es einmal durch, falls sie wer von euch draufschreibt, freue ich mich, aber es soll natürlich überhaupt kein Druck dahinter sein. Dann, ja, falls irgendwer sich berufen fühlt, unsere Infrastruktur macht mir eigentlich ziemlich Kopfzerbrechen, sei es jetzt irgendwie unsere WordPress-Homepage, da wollen wir jetzt endlich mehrsprachig machen, wie wir das technisch lösen, die Server-Maintenance, wo Datentresor und Apps drauf laufen. Mir reißt es immer Murz, wenn ich dann irgendwie versuche einzuloggen und das Ding ist tot. Beziehungsweise, wo wir jetzt da was haben, das ist ziemlich selbst geschnitzt, wie wir jetzt so dieses Nextcloud-Package eigentlich erstellen, wo dann das Ganze drauf ist. Das sind irgendwie sehr schwierige Skripts, die müssen wir auch besser machen. Falls irgendjemand dieses Thema interessant findet und mitmachen möchte, wir haben jetzt den FFG-Antrag, haben wir schon eingereicht, jetzt im Juli reichen wir wieder nette Idee für 50.000 Euro ein. Also es gibt durchaus ein bisschen Geld, im Moment sind wir so bei 27 Euro, die wir in der Stunde zahlen. Also es gibt ein bisschen einen Anerkennungsbetrag, man wird nicht reich davon, aber wenn Sie die Idee gut findet, freuen wir uns natürlich jederzeit über Unterstützung. Und Referenzen, also ich habe versucht, alles, worüber ich jetzt gesprochen habe, aufzuschreiben, aber du hattest natürlich recht, genau diesen Artikel von der New York Times, dass 54% der Leute sich einschränken in ihrem Internetkonsum, steht da nicht drauf, aber den werde ich nachreichen und ich schicke euch auf jeden Fall die Folien, ich weiß nicht, ob die dann irgendwo von einer Website sind, und da schreibe ich es noch dazu. Also den verwende ich nämlich immer wieder, diese Referenz, und da habe ich den Artikel auch. Also ja, wir müssen gegen die Fake News vorgehen, 100% Unterstützung dafür. So, das war der Vortrag, wie lange habe ich gebraucht? Was, haben wir wirklich über eine Stunde geredet? 56 Minuten, ich glaube, wenn wir zuerst schon anfangen haben. Gut. Ich glaube, die wäre in einer halben Stunde durch, aber trotzdem. Danke, waren sehr interessante Fragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.